Hallo Freunde, hallo Kollegen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch mein neues Projekt zeigen. Das ist ein Projekt, der speziell für so einen 3,2 Zoll Display gemacht wurde. Im Prinzip ist es ein Bilderrahmenprojekt. Und da das Display so hohe Auflösung hat, 480x320 Pixel, sehen die Bilder wirklich toll aus. Schauen Sie sich selber an, das sieht geil aus. Ich habe für den Projekt habe ich einfach Desktop-Hintergründe aus dem Internet runtergeladen und dann habe ich die Bilder im RAW-Format umformatiert, damit der Arduino Mega die Bilder lesen kann und das funktioniert halt nur mit RAW-Format. Wie das gemacht wird, zeige ich euch dann weiter. Ich wollte jetzt nur zeigen, wie das alles aussieht und speziell zu dem Display wollte ich noch sagen, der Display funktioniert mit 3,3 Volt und 5 Volt. Speziell ist das für Arduino Mega oder für Arduino Duo entwickelt und die Anschlüsse hier passen genau für solche Module. Ich zeige euch, wie das alles hier aussieht. Ist immer schwierig hier. Ja. Okay. Also Sie sehen ja, das ist eine Arduino Mega. Und das ist das Display. Bilder werden auf einer SD-Karte gespeichert. Und so sieht der Display aus. Ne? Display-Schild. Die SD-Karte tue ich hier rein und das passt ganz genau hinein. So, dann schließen wir das wieder an. Ach übrigens, da gibt es noch einen Link auf meiner Seite. Wenn die SD-Karte nicht erkannt wird, dann leuchtet es hier rot und schreibt, dass die SD-Karten wurden nicht erkannt. Und dann fängt er seine Schleife sozusagen. So sieht das aus. Man kann es in einem kleinen schönen Case alles verpacken. Aber ich wollte das nur zeigen. Vielleicht werde ich mit dem Display was anderes bauen. Aber das ist sozusagen als Einstieg für diejenigen, die sich so einen Display geholt haben. Okay, wir sehen uns gleich. Bis später. So Leute, jetzt machen wir weiter. Ich möchte jetzt euch zeigen, wie man die Bilder, also Autobilder, im RAW-Format formatieren kann und wie man die verarbeitete Bilder, vorbereitete Bilder auf einer SD-Karte abspeichern kann. Man macht Folgendes. Ich habe hier so eine sehr gute Seite Alphonse.ru gefunden und wo ich nach dem Team Auto heißt Auto, das sind Autobilder halt und ich brauche nur 1920x1200, nur mit dem Auflösung ist alles korrekt angezeigt, ne? Ich möchte jetzt zum Beispiel das Bild hinzufügen zu den Bildern, die ich schon ausgewählt habe, dann klicke ich auf Skачать, runterladen, dann auf OK. Ich habe schon 3 Bilder hier runtergeladen, einfach auf Speichern. Das wird dann das vierte Bild. Und ich schaue mal nach, vielleicht mache ich noch ein Bild. Gibt es vielleicht noch was Tolles? Vielleicht das hier, das sieht auch schön aus. 1920x1200, das passt. So, solche Seitenverhältnisse sollte man haben. Auf SketchUp runterladen. Und das wird dann fünftes Bild sein, ja? Also, Bilder haben wir jetzt runtergeladen. Jetzt müssen wir Bilder umformatieren, damit es alle Namen stimmen. Das mache ich immer mit Irfan Viewer. Das können Sie, so ein Programm, Irfan Viewer, können Sie immer im Internet kostenlos runterladen. Ja, wozu brauchen wir? Um die Umformatierung. Also, wir starten das hier, Datei, dann Batch, Stapel, Konvertieren, Umbenennen. Wir brauchen genau das hier. Also dann wählen wir JPEG-Format, Option, maximale Qualitätsstufe. Und dann auf Szenen stellen wir hier ein Häkchen und die Auflösung, das zu dem
Display passt. 480 mal 320. Und dann auf OK. Und Optionen. Hier Raute heißt eine Zahl. Start beim dem hier. Und Erhöhung auf 1. Das genauso wählen, wie es bei mir steht. Ne? Dann auf OK. Suchen wir unsere Bilder. Die Bilder sind ja da. Alle hinzufügen. Jetzt haben wir 5 Bilder hier. Dann klicken wir auf Start. 3 Bilder wurden formatiert. Und wir sehen ja, jedes Bild hat jetzt einen Namen. 001, 002, 003, 004, 005. Ja? So, jetzt können wir das beenden. Und das sind die Bilder, die wir jetzt umprogrammiert, umformatiert und umbenannt haben. Jetzt brauchen wir so ein Programm. Das Programm wird, das ist jetzt ein Image Converter 565 Version 2.3. So ein Image Converter braucht man, um die JPEG-Bilder im RAW-Format umzuformatieren. Wir hatten hier 480 mal 320 Pixel. Also dann Open Image. Auf RAW war das. Nehmen wir erstes Bild. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Und dann Save. Wohin wird das jetzt gespeichert? Auf RAW dann. Dann wird das erstes Bild sein, ja? Speichern. Speichern. Und das Bild wird auf RAW-Format umformatiert. So macht man das. Und dann, das ist ein bisschen mühsam. Häkchen hier auf Save. Dann wird das zweite Bild umformatiert. Und so weiter und so fort. Save. So. Und so sind die Bilder verarbeitet. Jetzt können wir RAW-Bilder, das sind die Bilder hier, sortieren nach Typ. Also die Bilder hier können wir jetzt auf SD-Karte speichern. So, einfach auf SD-Karte rüberschieben. Und im Sketch hier, das ist der Sketch, das sind die Bibliotheken, die notwendig sind, damit es auf von der SD-Karte alles abgespielt wird. Und Konvertierungsprogramm der Tools finden Sie auch unter meinen in den Links. Alles, was notwendig ist, finden Sie unter meinem Video alles. So, dann öffnen wir den Sketch. Ja, und wir sehen ja hier, das ist jetzt die Schleife. Da kann man alles. Wenn die Karte nicht erkannt wird, dann kommt so eine Meldung. Das ist das, was ich da geschrieben habe auf dem Display. Und das ist der nötige Treiber für das Display. Und wir schreiben einfach Folgendes hier. Kopieren wir das. Einfügen. Einfügen. Und wir hatten ja 5 Bilder umformatiert. 4. 5. 5 Bilder. Dann gehen wir auf Werkzeuge. Wählen wir, ich habe das jetzt auf Arduino Mega. Und den passenden Port. Wie man den Port wählt, kann man es immer auf meinen älteren Videos mal nachschauen. Und dann kompilieren wir das. So, es kommen keine Fehler, also so sollte es aussehen, wenn die Bibliotheken sauber installiert sind. So sollte es dann aussehen bei Ihnen. So, jetzt laden wir den Sketch auf Arduino Mega. Das war's schon eigentlich, ne? Also ich habe alle Schritte gezeigt, alles was notwendig ist, um solche Bilder auf so einem 3,2 Zoll Display anzuzeigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abonniert meinen Kanal. Es gibt immer wieder interessante Sachen bei mir. Bleibt gesund und munter, Leute. Ciao.